Prinzessin Verrückten, ich bin's wieder für Gracia. An meiner Seite wieder Henning. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ich habe wieder unglaublich viel bestellt auf Amazon. Ich konnte es mal wieder nicht lassen. Das Problem ist aber, dass ich immer noch geklickt habe und ich weiß nicht mehr, was in diesen ganzen Paketen drin ist. Das heißt, es kann sein, dass es etwas ist, was ich euch in einem Video, in einem Extra-Video vorstellen wollte. Es kann aber auch etwas sein, dass es einfach nur für mich privat war oder für die Kinder war. Aber ich dachte mir einfach, weil die Amazon-Videos so gut bei euch immer ankommen, ich zeige euch einfach so, was ich so bestellt habe. Und das erste habe ich schon ausgepackt, weil ich schon anhand der Verpackung sehen konnte, was das ist. Und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf so gefreut. Und ich finde, das ist unglaublich geil. Und zwar Kopfhörer. Aber, Mädels, die gibt es erstmal in verschiedenen Farben. Guck mal bitte, wie hübsch die sind. Das sind einfach nur... Ich höre nichts mehr. Das sind einfach nur Perlen. Richtig schön. Ich finde es einfach unglaublich schön. Einfach schon dieser zarte Rosaton. Es gibt noch in weiteren Farben. Und ich finde das einfach... Das hat einfach nicht jeder. Also es gibt viele Leute, die haben Kopfhörer, aber keiner... Ich habe noch keinen mit solchen süßen Perlenkopfhörer gesehen. Und das Gute ist, es schont ja auch dann ein bisschen vor Kabelbruch, weil du kannst es nicht knicken mit dem. Du hast nicht diesen blöden Kabelsalat nicht. Dann, wa? Ach ja, du hast auch gar keinen Kabelsalat. Nee, und da könnt ihr das nämlich wie so eine Kette ummachen, hinten mit so Magneten einfach so zusammen. Und dann fällt es euch auch einfach nicht mehr so krass raus wie sonst. Ich finde das cool. Also ich habe mich in die Teile auf jeden Fall richtig verliebt. Machen wir weiter mit dem nächsten Artikel. Steht einfach nur drauf, dass es von Amazon ist. Toll. Oh. Das ist ein Produkt, was ich euch eigentlich vorstellen wollte, wenn Henning und ich wieder ein Video machen. Und zwar sinnlose Amazon-Artikel. Weil Henning meinte auch, er sucht sich ein paar raus. Und ich wollte mir auch noch mal ein paar raussuchen. Dann wollten wir so eine Session draus machen, wer die coolsten Artikel rausgefunden hat, die sinnlosesten. Und ich weiß nicht, soll ich das jetzt zeigen oder nicht? Ich kann das ja ganz kurz zeigen, was ich gekauft habe. Es ist orange. So, was könnte das wohl sein? Auflösung bald. Wir bestellen echt alles über Amazon, ne? Schade, dass man eigentlich da nicht Essen bestellen kann. Ich glaube, das würden wir auch noch machen. Oh, das ist auch ein Artikel für das Video. Ich zeig das auch ganz kurz. Oh, da sind sogar zwei drin. Das ist ja cool. Eins, zwei, drei. Was ist das? Toll, das Video ist jetzt erstmal schon extrem langweilig, weil einfach nur Produkte drin sind, die ich nicht zeigen darf. Ah, das ist etwas, was ich an euch verlosen wollte. Das kann ich euch jetzt zeigen. Und zwar ist es wieder... Immer dieses und zwar. Ich habe letztens an euch Handtaschen verlost und ihr fandet das so unglaublich geil, dass ich mir dachte, okay, ich bestelle euch nochmal eine Handtasche. Ich habe die bestellt, weil ich habe die gesehen und dachte mir so, oh, die wird euch bestimmt gefallen. Die ist nämlich voll niedlich. Ah, doch, da ist sie. Da. Ist die nicht süß? Und die wollte ich auch nochmal an euch verlosen. Mit einer Tüte drin. Toll. Mit so coolen zwei Fächern auch. Also das ist nochmal so ein extra... Oh, und eine Schlaufe zum Umhängen. Also ich finde die Tüte, ich finde die Tasche echt, echt niedlich. Vielleicht mache ich die auch in den Adventskalender. Ist ja bald soweit. Ja, eben. Nächstes Amazon-Päckchen. Packen, ne? Ich liebe das Auspacken. Ah, das ist für den Kindergeburtstag. Unsere Tochter wird ja jetzt bald eins. Und weil wir jetzt zu Weihnachten anfangen, alles, es bleibt ja, die Wohnung bleibt ja rosa, geht die Tapete, geht ja nicht zu ändern. Unsere Couch ist eigentlich auch rosa mit einer rosa Decke. Wird unser Weihnachten dieses Mal rosa Gold. Und damit ich nicht noch mehr Deko kaufen muss, weil Juna hat ja am 11.11. Geburtstag und ich fange ja jetzt schon an, mit Gold zu dekorieren, wird ihr Geburtstag auch rosa Gold. Und dafür habe ich halt schon mal Teller bestellt, Pappteller. Richtig schön. Rosa Gold. Genau, und Pappbecher. Und ich fand die so niedlich und so hübsch, deswegen muss ich die unbedingt haben. Übrigens wird es auch eine Torte geben in rosa Gold. Den Müll bringst du dann aber weg, wa? Die Pappmüll. Stellen einfach in den Hausflur, bis der Nachbar meckert. Dauert nicht lange. Das war auch fürs Video, aber das kann ich jetzt eigentlich auch vorstellen. Oder? Ich glaube, ich mache die an ein Geschenkvideo. Ein Geschenkidee-Video. Ich zeig's euch trotzdem ganz kurz. Tada! Was war das? Was war das? Übrigens finde ich diese Kopfhörer hier auch eine super Geschenkidee für Weihnachten. Nur mal so als Info. Vor allem die Straßenbahn, S-Bahn und Busbahn so und so. Ist das schon mein letztes Paket? Ja. Och nö. Doch, du hast nicht so viel bestellt diesmal. In Klammern. Da ist es! Ich habe nämlich was gesehen und dachte mir, ich muss dafür ein Video drehen mit euch. Ich habe alles nur für Videos bestellt, außer eine Sache für meine Tochter. Na toll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Molekularküche. Das ist auch das mit diesen Bubbles. Ich glaube, die Bubble Tea, diese Bubbles, ist auch Molekularküche. Und es gibt hier ein Mojito Revolution Molekular Mixology Kit. Okay, guckt euch das mal bitte an. Hier zum Beispiel diese Bälle hier unten. Ich will das unbedingt nachmachen. Kennt ihr diesen Bubble Tea? Da sieht das nämlich auch so aus. Genauso aus wie Bubble Tea. Hier ist das ganze Bubbles drin da. Also angeblich kann man mit diesem Kit das machen. Soll ich mal reingucken? Okay.
einfach nur ganz viele Kästchen. Ja, das wollte ich zusammen mit Henning in einem Video machen, sobald unsere Juna in die Kita geht. Warte, willst du hier frühes Alkohol saufen? Müssen doch nicht trinken, ich würde es eigentlich nur machen, weil ich mir denke, das ist cool. Also ihr wisst, ich habe schon coole Videos in Planung noch für dieses Jahr. So, das war jetzt mein Video. Waren zwei Artikel? Ich hab ohne was. Mir ist gerade eingefallen, dass er auch noch was bestellt hat, was er euch unbedingt zeigen möchte. Warum gehst du jetzt eigentlich ins Schlafzimmer? Du hast eine ungeöffnete Packung ins Schlafzimmer. Das ist auch so typisch, Mann. Eine Frau kann niemals was lange ungeöffnet irgendwo stehen lassen. Achso, ich fand das so geil. Da habe ich mir gedacht, das muss ich einfach auspacken, wenn wir mal so ein Video machen wie heute. Hast du jetzt angemacht? Ja. Oh, das leuchtet. Was ist das? Ist das ein neuer Vibrator für mich? Wow. Was ist das? Das ist geil. Hier hinten steht auch ein Ova drauf. Erkennt ihr das? Ah. Warte mal. Zeig mal. Ist das nicht geil? Der sieht richtig cool aus. Ja. Also jetzt, ich muss sagen, ich fand der so geil. Ich bin ja so ein Typ, ich stehe ja so auf diese... Kennst du gleich die Playstation an? Ja. Ich finde das ja so geil, so zocken und weiß ich, was ich überhaupt, weißt du, ich bin ja immer so, ich brauche mal ein bisschen extra Band, das ist scheiße. Und da habe ich eine Seite gesehen und da gab es halt so eine Controller hier, die so ein bisschen blinken und so. Ich habe mir gedacht, Alter, da stand auch, dass man sich Seiten individuell kreieren kann. Warum hast du keins für mich gemacht? Warum? Weil ich mich übelst gefreut hätte. Ich hätte mich über sowas mehr gefreut als über einen Vibrator. Ich werde jetzt eine Runde zocken. Ich freue mich voll auf den Geburtstag. Unsere Juna wird ein Jahr alt. Gut, meine Lieben, das war jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, die Tasche kommt, glaube ich, in den Adventskalender. Rein los! Tschüss! Nee, komm. Obwohl, ich muss eh aufstehen.